gehe von der Installation aus. Also ich gehe sozusagen vom Endergebnis aus, dass ich mir eine große, begehbare, räumliche Arbeit überlege. Und die Methode, die ich anwende, ist analoge Fotografie. Also die benutze ich als Werkzeug, dass ich in einzelnen Schritten von klein zu groß komme eigentlich. Die Materialien, die ich verwende, die ergeben sich sozusagen aus dem Ergebnis, was ich erzeugen will. Also ich überlege mir eine Arbeit und dann muss ich rückwärts gehen und überlegen, wie komme ich dahin zu dem Ergebnis. In meiner Arbeit will ich sozusagen Werke erschaffen, wo jedes Werk eine Auseinandersetzung oder eine Reflexion über Fotografie ist. Was kann die Fotografie und was kann sie im Vergleich zu Malerei oder Bildhauerei und wie kann ich diese Aspekte damit reinbekommen? Und das ist eigentlich die Auseinandersetzung. Eigentlich ist es so eine Konzeptauseinandersetzung über Fotografie.